Wunderschöne Weihnachten, wirklich wunderschöne Weihnachten euch allen. Es geht, also dieser Videoclip ist an sich jetzt wirklich nur für die Star Wars Fans der Gemeinde, die darüber diskutiert und so weiter und so fort. Es wird zwar immer gefragt, warum sich der Name geändert, weil ich sehe da hin und wieder mal ein paar Fehler, weil ich muss ziemlich viel arbeiten und hin und wieder mache ich das zwischendurch. Ihr wisst ja, diese Videoclips, die jetzt hier so gemacht werden, sind ja Videoclips, die auch während der Arbeit gemacht werden, weil die Kamera ist immer scharf geschaltet und wenn Kunden kommen, wird die eben kurz unterbrochen. So, da ist irgendwie ein Beitrag gemeldet worden, keine Ahnung. Also, Star Wars Film Club Real und Online Diskussionsgemeinde. Na, jetzt hat da einer sich echauffiert, ist ja Weihnachten, irgendwelche sind ja immer da, ne? Genau, okay. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich kenne ihn nicht. Weg damit. Gut ist. Wer daneben rumbabbelt, kommt weg. Mache ich jetzt gar keine. Also nur Freunde, also mit Freunden unterhalte ich mich gerne, mit Freunden zanke ich mich auch gerne. Aber Menschen, die ich überhaupt nicht kenne, gar nicht kenne, die werden geblockt. Ende aus. Mich immer, tut mir recht herzlich leid. Man kann sich ordentlich mit einem unterhalten, aber online ist ja eh ein Hassbuch. Also Facebook ist für mich ein Hassbuch und deswegen Block, Block, Block. Es wird nicht diskutiert. Also hier im Realraum, da unterhalten wir uns, ist alles vollkommen in Ordnung. Aber solche Sachen da irgendwie einen anblassen oder aus dem Hinterhalt schießen, ist nicht. Keine feine englische Art, wird geblockt. So, ich wünsche euch total fröhliche Weihnachten, auch den Hassern und was weiß ich, was die da alles schreiben. Die ich nicht kenne, werden wie gesagt geblockt, die sich ordentlich benehmen, ist in Ordnung. Ich verabschiede alle total recht herzlich aus der Gruppe, die gehen. Hier ist freier Zug, also kein Zugzwang geht. Habt viel Freude und so weiter. Auch wenn ihr Hasser seid oder was weiß ich. Leute, es ist eben halt so, es ist eine New Generation, die haben wir als Schauspieler und Regie und Dramaturgie und wir, die mit den Medien zu tun haben, müssen wir mit leben. Das ist eben, wir sind nun mal öffentliche Personen. Ich habe jetzt genügend Filme wieder gehabt dieses Jahr und viele Produktionen, die jetzt hier im Fernsehen laufen werden. Also egal. Also Kollegen waren ja da, einer war bereit. Frank Wendler, er hat ja auch seine eigene CD da nochmal vorgestellt. Es macht unheimlich viel Spaß, mit dem Wendler zu arbeiten, muss ich einfach mal sagen. Und wenn er da ist, ist er zwar selten, deswegen seht ihr auch selten so einen Videoclip, aber mit dem Frank macht unheimlich viel Spaß zu arbeiten, nicht nur weil er auch Sänger ist, sondern auch Schauspieler. Den könnt ihr auch öfters da bei RTL und Sat.1 sehen. So, wie gesagt, ich musste gerade mal wieder einen blocken, weil ich kannte ihn nicht. Der hat da irgendwie losgeheizt da und keine Ahnung, er ist weg, kümmere mich nicht drum und gut ist, ja? So, ja, so einfach ist das, ja genau, hin zu Meinung, hin zu, wie gesagt, er ist jedenfalls geblockt, weil, keine Ahnung, ja. Keine Ahnung. Und aus Sicherheitsgründen jetzt erstmal, damit zu Weihnachten hier kein Spökes passiert. Und wie gesagt, Kommentar wird gelöscht, weil einer hat sich gerade darüber echauffiert. Und wie gesagt, ist halt so. So, wie gesagt, ich habe, es sind über 900, es waren mal 1000, es sind jetzt wieder 985, also 15 sind gegangen, winke, winke, tschüss, tschüss, habe viel Spaß, wie gesagt, hier ist kein Zugzwang, wer nicht will, hat schon, und wie gesagt, wir haben unser Alter, dass wir überhaupt noch sowas machen, ist halt Spaß, und diesen Spaß gönnen wir uns, und Star Wars gönnen wir uns, in allen Formen, wir gucken es, weil wir sehen Star Wars als Handwerk, und das Handwerk gefällt, was da abgeliefert wird. Ich bin kein Fan. Wir sind keine Fans. Wir sind Arbeitende, Dienstleistende. Wir leben im Bereich Medien,
Kopiearbeit, CD herstellen, DVD, Videoschnitt hier. Gestern saßen wir hier am Videoschnittplatz und haben dann philosophiert, Frank Wendler und ich. Aber ich möchte euch im Jahr 2017 total recht herzlich bedanken. Bei den restlichen runden wir mal auf 900. 85 sind zwar noch da, also 985 von 1000. Wie gesagt, ist nicht schlimm. Es kommen wieder welche dazu, es gehen wieder welche, weil so wichtig ist diese Gruppe nicht. Es ist eine Star Wars Filmgruppe. Film. Wir reden nur über Film, wir machen selber Film. Ihr seid, wie gesagt, eingeladen ins eigene Kino mit Fans, selber hier Filme zu diskutieren, anzuschauen. Aber wenn ihr das nicht macht, dann macht das ja nicht. Na, also die wenigen, es sind ja 12 Feste, mit denen man ja wirklich gut handeln kann. Man kann nicht mit 1000 Leuten da handeln, 1000 Meinungen, 1000 Angriffe, 1000 Anfragen und so weiter und so fort. Und wie gesagt, sollte die Gruppe mal 1200 sein, wird die ja automatisiert von Facebook auf geschlossen gesetzt. Warum, weiß ich nicht. Aber das hat mir mal mitgeteilt. Sobald ich 1200 hätte, ist das keine öffentliche Gruppe mehr, sondern eine geschlossene. So, wie gesagt, dieser Film, Star Wars Filmclub, Real- und Online-Diskussionsgemeinde, ist aufgerufen, aber mir fällt persönlich auf, dass die Leute nicht mehr richtig diskutieren können. Sie klappt einfach nicht mehr. Sie hacken da rum und so weiter und so fort. Da machen Petitionen, 40.000 Unterschriften. Frage, soll der Film nochmal neu gedreht werden oder was? Ne? Soll der neu gedreht werden? Das ist wie mit dem Wetter. Der eine mag Sonne, der eine mag Winter, der eine mag... Hallo, soll man dauernd an der Schraube drehen? Nee. Schaut euch den Film an. Gefällt euch nicht? Dann lasst es sein. Gefällt er euch? Okay. Ja? So. Wir mögen keinen Spoiler. Sowas kennen wir nicht. Spoiler gehört ans Auto. Wir diskutieren darüber. Ich wusste Bescheid. Ja, ich wusste Bescheid. 101 Minuten steht Han Solo. Der Minute passiert das. Und trotzdem bin ich reingegangen. Und trotzdem hat mir E7 gefallen. Punkt. Fertig aus. So, wie ich die Schnitte nachher gesehen habe, ich so, warum hat er das nicht drin gelassen? Ja, warum hat er das nicht drin gelassen? Das passt doch. Oder hätte gepasst. Das ist natürlich schade dann. Aber egal. So, jetzt wurde uns versprochen, dass die DVD, Blu-ray etc., dass die so hergestellt wird, dass es doch 184 Minuten werden. Ich will es hoffen. Ich will es hoffen, dass es doch 184 Minuten werden, auch in 3D etc. pp. Fürs Home-Kino. Und dann werde ich es mir anschauen. Ja? Ja, weil einige Schnitte waren bei Finn und so weiter, die Schnitte fand ich jetzt nicht so gut, weil das stimmt immer nicht. Ich meine, BBA hat die dann gerettet, ja. Wie das Dach wegflog und BBA dann quietsche, war schon okay. Damals hat Chewie das gemacht in Teil 5. Ist halt so. Es waren natürlich viele Teile auf Teil 5, ja. Wie das Kind gesprochen hat und so. Wie damals 3DPO gesprochen hat. Es waren viele Sachen. Auch die Idee da, die Kamera so zu fahren, dass man unter die Bügeleisen kommt, dass gerade dampft, obwohl man weiß, dass ein Raumgleiter naht. Aber waren schöne Gimmicks und so weiter. Ich bin auf der Seite der Regie, ich bin auf der Seite von Disney. Ich finde das super toll, was sie sich ausdenken. Sie bemühen sich. Sie können nicht jedem, das geht nicht. Geht überhaupt nicht. Man kann nicht jedem irgendetwas, das klappt nicht. So, wie gesagt, nur Hass, diese Triaden, diese Angriffe aus dem Nichts etc. pp. Also das muss nicht sein. Wer das nicht versteht, hat es sowieso nicht, wie gesagt, verstanden. Wie gesagt, 12 sind fest von diesen 985 bis 1000, die sich hier hin und wieder mal verirren in den Club da. Der Club ist ja eh nur ein Klüppchen für sich, online etc. Die echten, die wahren Star Wars Fans hier, die Schauspieler, Komparsen und die alle damit zu tun haben, aus dem Bochumer Filmstudio bzw. Bochumer Filmuniversität, die sind komplett anders drauf. Da wird ganz anders gesprochen etc. pp. Da wird fachlich gesimpelt und kriegen wir das auch hin? Kriegen wir auch diese Kamerafahrt hin? Mit welchem Gerät wurde gearbeitet? Mit welcher Kamera wurde gearbeitet? Ja, welche Cinema Tiefe habt ihr da genommen, welche Einstellung habt ihr, 35 mm genommen und so weiter. Das macht viel mehr Spaß, auch mit dem Licht, Blue Room, Green Room, wie habt ihr denn da gearbeitet und so weiter und so fort.
Das Schöne an der Geschichte ist ja CGI, wie gesagt, ist ja, wenn man den Jungs zuschaut, wie die einem das Ganze da zurecht machen. Wie gesagt, ich darf es euch nicht zeigen, weil das sind Aufträge hier von, ihr seht es ja, was die da zaubern. Auch die Deutschen versuchen ja hin und wieder gute Filme zu machen. So, das war's an sich, kurz und bündig. Dankeschön für das Jahr 2017. 2015 war super, 2016 war super, 2017 war auch super, 2018 ist Ruhe. Da kommt zwar ein Solo als Western, aber der richtige Hype, der richtige Bonbon, das richtige Knallerchen, das kommt erst im Jahre 2019. Ja? Am Ende oder mittendrin, müssen wir schauen, wie die das da hinbekommen, weil dann geht es richtig zur Sache. Ja? Resort wird eröffnet, was ist das? Irgend so ein spezielles Kino wird eröffnet, dann wird eine Restauration wird eröffnet, also so ein ganzes Compendium wird eröffnet, ja? Mit Besucher und so weiter. Und Hotel, ja, genau, so ein Star Wars Hotel soll da auch eröffnet werden. Genau, so war das. Also es ist eine Menge. Ja, der Rest interessiert mich jetzt nicht. Ich weiß nur, was kommt, was hingesetzt wird. Und mit Disney zu arbeiten, ist knallhartes Business. Wie gesagt, man hält sich zurück, man schaut sich an, man spricht überhaupt nicht. Man nickt ab und gut ist. Dann hat man auch keinen Ärger. Und dann geht es auch wirklich... Dann macht es auch Spaß. Na, ich bedanke mich auch an den Realkunden, die hier waren. Alle Real hier waren, die mir Leckerchen gebracht haben, die mir ein Dankeschön gebracht haben und so weiter und so fort. Ich bedanke mich total und recht herzlich dafür. Ja, ich mache jetzt auch nochmal Werbung für den Pascal. Ich bedanke mich nämlich jetzt auch mal beim Pascal, dass er so leckeres Essen macht. Auch für die Kunden leckeres Essen macht. Er ist im Rhein-Ruhr-Zentrum, neben Cinemax direkt, in dieser Essensmeile. Macht Spaß. Auch weit über 20 Jahre schon Kunde dort, sehr gerne hin, dort essen, etc. und pp. So, ja, das war das. Das war das Jahr 2017. Ich glaube nicht, dass ich da irgendwie noch was erzählen sollte oder so im Rückblick. Im Jahr 2015, 16, 17 unheimlich gefallen mit Star Wars, auch mit den Figuren. Mir hat auch dieses 40 Jahre Star Wars unheimlich gut gefallen. Also von mir werdet ihr nichts Negatives hören. So einfach ist das. Und Hasser. Oder Dummschwätzer. Oder, ey, tut mir leid, die werden geblockt. Ich reg mich da nicht auf. Klick, klack. Ja, einmal falsch. Tschüss. Na? Und ob ich die jemals wieder freischalte, weiß ich nicht. So, jetzt kommt, ich gucke ja mir immer vorher die Seite an. Ja, wenn mich einer angreift, gucke ich mir an, was das ist. Und wenn das ein gewisses Klientel ist, was nicht konform ist mit unserem Klientel, tschüss. Na, also wir haben ein gewisses gehobenes Klientel, mit dem wir arbeiten, mit denen wir uns auseinandersetzen und mit denen wir uns unterhalten. Passt das Klientel nicht, wird es radiert. So einfach ist das. Wollte ich einfach mal veröffentlichen. Na? Also ihr habt uns ja bei Internet gesehen, also Instagram gesehen, bei YouTube, bei Facebook. Und wir sind halt Star Wars Filmclub Real und Online-Diskussionsgemeinde. Warum ist das so? Ist halt so. Ich möchte eine Diskussionsgemeinde haben. Ich möchte, dass ihr euch hier frei unterhaltet, dass ihr euch frei ausgebt, da, was euch gefällt, was euch nicht gefällt, aber nicht hassen. Also richtig kommunizieren wie früher. Kommunizieren, versteht ihr? Austausch. Nochmal, der Film hat mir deswegen nicht gefallen, weil das und das. Ne? Hallo, Grüße. So, einen öffentlichen Nachtrag habe ich aber trotzdem. Und zwar, Weihnachten sollte mal wieder feste Freude, feste Liebe werden, aber scheint ja nicht der Fall zu sein. Wir Filmemacher, die Filme drehen und durch die Dramaturgie, ich hatte vorhin auch noch einen Schreiber da, sagt er, 2018 kommt eine Menge auf dich zu. Ich lasse mich überraschen, welches Drehbuch oder welche Bücher er dann wieder mir hier auf den Tisch legt. Aber darum geht es nicht. Also, wenn man Filme macht, mit Liebe, mit allem Schmilzschmalz, alles, ne, ihr wisst schon, wo ihr euch dann mit Tränen vor den Fernsehen oder im Kino sitzt, macht uns natürlich Freude, dass es euch gefällt, so in der Richtung. Aber irgendwie vermisse ich es schon. Ich vermisse diesen weihnachtlichen Flair, dieses weihnachtliche Sein. Für mich ist mittlerweile Weinen in der Nacht und nicht Weihnachten. Es ist alles ein bisschen merkwürdig geworden. Ja, der Zauber von Weihnachten wäre schön, wenn dieser Weihnachtsmann wirklich im Nordpol geben würde. Ich würde mich tierisch freuen, wenn das so wäre. Ist leider nicht. So, meine lieben Damen und Herren, meine lieben Freunde, meine lieben Fans, real wie online, in dieser imaginären Welt, in diesem Zauberkasten, den wir TV nennen und so weiter und so fort.
Also, ich persönlich werde immer euer Captain Rex sein. Ich werde auch sicherlich die Kluft dazu. Ich werde aber einiges machen. Ich werde mir auch einiges einfallen lassen. Ich habe auch heute ein Weihnachtsgeschenk persönlich wieder bekommen. Ich persönlich kriege es an sich nicht, aber meine Firma bekommt es. Ich werde demnächst wieder Super 8, Normal 8 in der Überspielung anbieten. Ich werde also die alten Schätzchen wieder digitalisieren können in Full HD, damit, wie gesagt, so etwas verschenkt werden kann. Ich werde auch Werbung dafür machen. Ich habe abgeschlossen. Wie gesagt, Weihnachten ist hier eine schöne Geschichte, Weihnachten ist eine schöne Sache, wenn man Weihnachten noch mag. Ich mag, deswegen sage ich ja, 11 Monate knallhart arbeiten, einen ganzen Monat so gut, wie man Lust und Laune hat. Natürlich klappt das nicht immer, man muss dann 11 Monate alles im Kasten haben, um alle Rechnungen bezahlt und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, das wäre eine schöne Geste vom Staat, aber naja, wir haben ja keinen Staat, wir haben ja ein Kasperltheater, aber egal, müssen wir durch, das ist eure Generation, nicht mehr meine. Ich muss hier zusehen, dass ich gesund alt werde und habe mit dem ganzen Spaß nichts mehr am Hut. Ja, wie gesagt, die 14, 24-Jährigen sollten sich mal überlegen, welchen Staat oder welches Land oder was sie haben. Ich meine, fände es toll, wenn auch sie einsichtig wären, dass wir nur noch 11 Monate knallhart arbeiten und den Monat Dezember halt so generieren, wie es sein muss und dass jeder auf seine Kosten kommt. Ja? Ihr wisst schon, Weihnachten wieder Weihnachten ist und irgendwie, dass wir alle miteinander mit viel Spaß, mit viel Freude an die Sache rangehen und mit neuem Elan immer am 1. bis zum 11. dann Monat dann knallhart arbeiten und Sachen machen und so weiter und so fort. So, ich diskutiere noch ein bisschen hier in der Runde. Ich diskutiere hier noch bei den Star Wars Fans, mit den Star Wars Fans. Wie gesagt, ich biete das allerletzte Mal an, dass einmal hier im Home-Bereich, Home-Kino, für Ausgewählte mit anschließender Diskussion im Filmclub, hier im Filmclub-Shop, alles über Film, wird noch alles gemacht, ist viel Arbeit, aber wird gemacht, die neuen Blu-Rays sind da, DVDs sind da, Hörspiel, Musik, ne? Den Schauspieler und Musiker habt ihr ja, Frank Wendler hier, auch schon im letzten Clip erleben können. Es sind noch mehr hier, die nicht alle vor die Kamera kommen, weil wir viel arbeiten, aber nicht den Sinn haben, irgendwelche Selfies zu machen oder irgendwelche Sachen. Das ist eben halt so. Am gewissen Alter braucht man den ganzen Quatsch nicht. Wir leben davon, wir arbeiten, wir brauchen das nicht. Ne? Wir, ist halt, wir sind nicht die New Generation, wir sind die Old Generation und die Old Generation hat nichts mehr so zu sagen. Ich freue mich auf die New Generation, ich freue mich auf die ganz New Generation, die ganz, ganz neu sind, die jetzt 3, 4, 5 Jahre alt sind, durch Freelancer oder Freelancer, keine Ahnung, also von Lego da und auch zu Star Wars kommen oder Star Trek, beides ist okay, Star Trek, Star Wars, beides ist okay. Ich warte da auch auf Tarantino sein, Remake da, was er da macht, ne? Mahlzeit, Hallöchen. Grüße, Grüße. An meine realen Kunden bedanke ich mich total und recht herzlich hier öffentlich. Einmal für die Geste eines kleinen Dankeschön, ein kleines Dankeschön, was ich bekommen habe. Und natürlich nochmal ein Dankeschön, was ich auch bekommen habe. Die Kekse habe ich jetzt leider nicht parat, die hatte ich leider schon weggeschlossen. Aber wie gesagt, wir haben Weihnachten und ich wäre auch froh, wenn wir von November bis Januar arbeiten müssten, also sagen wir von Januar bis November arbeiten und den Dezember irgendwie genießen würden, ohne irgendwelche Mahnungen und Ämter und Ämterstress und das Ganze. Nur das absolut Böse müsste halt verhandelt werden und da müsste auch eingeschritten werden, aber sonst nicht. Wenn wir Weihnachten feiern könnten, wie Weihnachten an sich im Sinn ist, mit ziemlich viel Freude, mit viel, ne, ihr wisst schon, Herzschmerz und so weiter, und sofort, ach, mein Pullover muss immer, ne, also ist halt so. Ja, ich tauche noch einmal ein in Star Wars, ich komme da irgendwie diesmal nicht raus, ich bin geflasht, wie mein Kollege Frank Wendler, der Schauspieler RTL Sat.1 und Musiker ist, auch geflasht war von Star Wars, also wirklich, wir waren echt geflasht, gehypt, hat so viel Spaß gemacht, wir wissen natürlich nicht, warum Jugendliche zwischen 14 und 24 da diesen Lauten gemacht haben, soll uns auch egal sein. Wir bleiben im Sinne von Weihnachten und so weiter und wir werden uns das auch alles anschauen und
mal gucken, was da so noch ist. Ich freue mich jetzt schon, in 154 Tagen ist Han Solo da. Wir haben auch gerade philosophiert, warum dort rechteckig und nicht rund. Wir werden sie vielleicht noch zeigen. Kann sein, dass das rechteckig irgendwann mal kaputt ging und dass sie ein rundes drauf gemacht haben. Die Parabolantenne. Ja, okay. Was soll man hier noch über Star Wars philosophieren? Millionen philosophieren über Star Wars, vor allen Dingen Jugendliche philosophieren über Star Wars. Echte Filmemacher habe ich noch nicht philosophieren sehen, ja, die da irgendwie gesagt haben, hey Leute, das ist unheimlich schwierig, das in Szene zu setzen, es ist unheimlich schwierig, den Schauspieler dahin zu bekommen und es ist unheimlich schwierig, an 200 Millionen heranzukommen, damit arbeiten zu dürfen, das kann überwiegend nur Disney, weil wir haben hier Budgets für, wenn wir Glück haben, bis 1,2 Millionen Budget, wo wir damit arbeiten können. Das ist natürlich ein schöner Kinofilm, überwiegend greift aber Till Schweiger das ab. Letztens auch war Fördergelder 750.000, wer hat es bekommen? Till Schweiger. Leider ist er einsamer, aber schneller mit diesen Tantiemen und so weiter in Nordrhein-Westfalen. Hat auch nicht so viel Geld momentan über, um uns Gelder zu geben, um tolle Filme zu machen. Ihr habt kaum Filme aus dem NRW-Bereich gesehen, ist halt so. Und mit denen, die ich halt alle zu tun hatte, ist meistens im nordischen Raum, in Hamburg da oben, arbeiten, die da auch die Gelder bekommen und dann auch Filme eingesetzt haben und Filme gemacht haben. Wie gesagt, ich frage nochmal den Bochumer Schauspielhaus, ob man mit denen zusammenarbeiten kann und so weiter. Aber wie gesagt, in der heutigen Zeit kann man keinen mehr ansprechen, in der heutigen Zeit muss man viel Geld mitbringen. Die Welt ist etwas rauer geworden, der Ton ist rau, also Liebe, nett und so weiter ist nicht gut, endet bei sehr gut. Und das andere ist halt in die Unendlichkeit und da könnt ihr ja machen, was ihr wollt und ne, alles ausleben. Das ist so. Aber ich habe mich wirklich tierisch gefreut, sowas Nettes zu bekommen. Ja, als Dankeschön. Und dann, wie gesagt, hier auch als Dankeschön. Muss ich einfach mal sagen. Und Kekse hatte ich auch bekommen, aber die Kekse habe ich ja leider schon gegessen. Habe ich ja vorhin schon erwähnt. Die waren unheimlich lecker. Ja, ist halt so. Ja. Ich liebe Weihnachten, ihr merkt es, ich zeige jetzt hier nichts Weihnachten, doch hier so, seht ihr jetzt weihnachtlich alles. Das habe ich aber, wie gesagt, mit eingearbeitet. Persönlich ist hier dieser Flair von Weihnachten erhalten geblieben. Ich werde jetzt auch langsam Star Wars abbauen, ich werde auch langsam Weihnachten abbauen und dann Normalität einfließen lassen. Und dann ist der Raum zwar nicht mehr so schön, da muss ich dran arbeiten, dass dieser Flair wieder kommt. Ja? Ich habe auch einige, die meine Plakate, die ich hier habe, auch mögen. Muss ich mal gucken, ob ich bei Old Posters die bekomme, weil Old Posters macht das leider auch nicht mehr. Ihr merkt schon, das sind die Niederländer. Die hatten hier sonst immer stehen, da konnten die Leute kaufen, das wurde dann aufgefüllt, haben die auch sein lassen. Die verkaufen jetzt lieber online. Schade eigentlich. Ich muss dann immer hinterherjagen, wenn die Kunden hier diese Plakate oder Unikarte haben möchten. Ein Unikarte ist ja richtig explodiert im Preis. Muss ich einfach mal sagen, ein Rogue One Darsteller, ich bin eins mit der Macht, die Macht ist eins mit mir, nicht wahr? Und ja, die Figur ist explodiert, ja, die kam so 47 Euro rum, jetzt kostet sie 89,95 mittlerweile. Und als Unikat weiß ich schon mal gar nicht, wie teuer die ist, als Unikat in einem Bilderrahmen mit Bild, Originalbild, sehr gut gemacht, sehr gut fotografiert. Und dann die Figur dabei, keine Ahnung, wie teuer diese sein würde. So, ihr könnt mir auch Tipps und Tricks geben, vor allen Dingen Tipps und, keine Ahnung, ihr könnt auch Kritik, ihr dürft das ja, wie gesagt, nur nicht hassen und so ein Quatsch, wer mich nicht mag, meine lieben Freunde, ne, wir sind nicht aufgezwungen, um Gottes Willen. Also, wer mich versteht, wer mich mag und so weiter, können wir uns austauschen und dann können wir auch sicherlich Sachen machen. Also, ich bin mehr auf der positiven Seite, anstatt, ich habe auch mit Politik nichts zu tun, ich habe gerade Herrn Lindner zwar gefragt, aber auch Interesse hätte mal von Januar bis November zu arbeiten und den Dezember dann mal so ein bisschen freizügiger, ne? Ein bisschen mehr den Leuten entgegen, den Leuten ein bisschen mehr Geld geben, ne? Auch den Ärmsten und Armen irgendwie entgegenkommen. Es muss nicht immer nur Frank Zander. Ich noch einmal, wenn ihr glaubt, dass nur Amazon hin und wieder solche Slaps. So, da bin ich noch einmal, wenn ihr glaubt, dass nur Amazon hin und wieder solche Slapsticks macht, die ich jetzt hier zeige. Ihr wisst, dass Amazon hin und wieder mal Ware genau so liefert wie Otto. Otto Versand Hamburg. Es ist kein Scherz. Das ist mitten auf der Ware. Ich weiß nicht, ob ich dem Kunden das so übergeben kann. Ich schaffe es jetzt auch nicht umzutauschen.
Das gibt Ärger. Das ist hier ganz fest drauf. Das ist sowas von fest drauf, das kriege ich nicht ab. So liefert Otto Versand Hamburg. Das ist jetzt kein Scherz. Ja, das Leben ist hart. Amazon hat es zwischendurch auch gemacht, dann konnte ich es noch reklamieren. Dann hat Amazon es mir genau so zurückgeschickt. Ist das kein Witz? Aber ich konnte es abmachen. Es war dann hier auch noch obendrein verblombt. Konnte ich auch abmachen. War wunderbar, war alles in Ordnung. Das hier kriege ich nicht ab. Das bekomme ich nicht ab. Da hatte ich sowas von fest drauf. Sowas, ob man sowas verschenken kann, ich weiß es nicht. Es wird. Der Kunde. Ich werde es dem Kunden nicht geben. Ich werde sagen, die haben es nicht geliefert. Muss mir da was einfallen lassen, weil sowas kann man nicht zu Weihnachten verschenken. Also das geht überhaupt nicht. Also ein weihnachtliches Geschenk kann man so nicht übergeben. Da mit irgendwelchen. Ich meine, der Beschenkte muss ja auch nicht wissen, wo es her ist. Dieses gute Stück ist von Otto Versand Hamburg. Also Otto Versand Hamburg hat sich genauso verschlechtert oder hat sich den Amerikanern angeglichen. Was die Amis können, können wir auch. Ne? Dann ist deutsche Wertarbeit, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir nehmen Kleister bis zum geht nicht mehr und den Kleister kriegen wir nicht ab. Ist klar. Ne? So sind die nochmal. Ne? Also ist so. Also, was soll ich jetzt sagen? Also wir haben ein Schild. Da sind wir auch gnadenlos und dieses Schild sagt, wir sind fair zu allen Kunden, Preis und Leistung, wir bieten Dienstleistung und Höflichkeit. Meine lieben Freunde, das bieten wir. Knallhart und das bleibt auch so. Aber was soll man denn da machen? Also, es tut mir leid, ich kriege das nicht ab. Ich kann mal gucken, ob ich damit irgendwie Wasser, aber wenn ich da einen Schaden verursache, nicht so einfach. Also wie gesagt, meine lieben Freunde, schimpft nicht immer so auf Amazon. Ich meine, Amazon macht wirklich schon sehr viel Müll, sehr viel Mist. Aber Otto kann es besser. Die Deutschen können es besser. Deutsche Gründlichkeit, wir nehmen da so richtigen Kleister, packen den drauf. Juha, juhu. Damit auch jeder sieht, wo das herkommt. Werbung muss sein. Werbung muss sein. Nudelland, der Pascal im Rhein-Ruhr-Zentrum. Einfach mal hinfahren, also wenn ihr am Rhein-Ruhr-Zentrum an der A40 im Center seid, in der Essensmeile, etwas weiter hinten, da ist Nudelland, ist er ja nicht mehr. Nudelpoint heißt er jetzt, nicht mehr Nudelland, Nudelpoint, ist der Pascal, der macht euch lecker Essen, wirklich lecker, lecker Essen macht er. Also, das war's dann auch schon. Weihnachten, tschüss, Schnauze voll.